Ich habe immer das Gefühl, dass wir schon irgendwie so eine große Familie sind. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder liefert das ab, was er kann. Hey Radsportfans, habt ihr Bock auf einen Blick hinter die Kulissen zusammen mit Traumwacher 0,0? Then follow me. Die sind eingeschworen, jeder weiß, was er kann. Jeder kennt von jedem, glaube ich, die Stärken und Schwächen. Wir haben einen super Vibe hier im Team und ja, alle sind eigentlich offen füreinander. Keiner, der irgendwie aus der Rolle fällt. Wir haben auf jeden Fall immer Spaß zusammen am Esstisch oder auch in den Trainings, in den Radrennen. Ich habe das Gefühl, die Stimmung wird auch von Tag zu Tag noch besser, also das ist auch schon mal gut. Ich glaube, das, was man immer wieder vergisst, ist auch das Menschliche bei jedem Sportler. Das sind Vollprofis, aber bei jedem läuft es nicht immer 100%. Da gibt es dann auch die Phasen, wo er vielleicht nicht so gesprächig ist. Aber trotzdem ist es immer wieder so, dass die Jungs, wenn sie jetzt die Schuhe anhaben, den Helm aufhaben, dass einfach nicht jetzt die Arbeit, aber der Spaß am Radfahren im Vordergrund ist. Und mit dem muss man auch einfach auch immer wieder umgehen, dass nicht alle immer, hurra, heute legen wir los. Manchmal ist halt auch einer nicht so gut aufgelegt. Also ich habe immer das Gefühl, dass wir schon irgendwie so eine große Familie sind. Weiß ich nicht, ob es in anderen Teams genauso ist, aber hier fühle ich mich extrem wohl. Wir haben alle ein super Verhältnis eigentlich. Klar, gibt es auch mal die eine oder andere Reiberei, gerade wenn es stressig wird auf den Rennen. Aber das gehört, denke ich, auch dazu. Und ich habe tendenziell eher das Gefühl, dass wir alle eher auf freundschaftlicher Basis zusammenarbeiten, als dass das jetzt so ein Arbeitskollegenverhältnis wäre. 100 Leute bunt zusammengewürfelt, die da irgendwann sich irgendwo treffen in Europa oder auch anderswo in der Welt. Und ich glaube, dass es einfach über Monate einfach anders wird. Wenn man jetzt das Teamcamp im Ötztal nimmt, das erste Kennenlernen und später dann aber auch wirklich jetzt, weiß nicht, die Tour de France durchlitten hat gemeinsam mit den 8 Fahrern und dem Staff. Man weiß, wie wenig das mal geschlafen hat. Als Mannschaft wächst man so zusammen. Diese Bande von Brüdern, die da zusammenkommt, also die ist einfach auf dem Fahrrad. Aber die wissen natürlich auch jeder, es geht nicht ohne den Mechaniker, es geht nicht ohne den Busfahrer, die Busfahrerin, es geht nicht ohne den Office. Also jeder trägt was dazu bei. Unsere Rollen sind eigentlich klar verteilt. Wir haben mit Lenny und Alex, wäre eigentlich auch dafür designiert gewesen, haben wir die Leader, die sind nachher für das Ergebnis zuständig. Dann haben wir den Berghelfer, die halt möglichst lange dabei bleiben sollen und im Falle der Falle eben noch über 1-2 Pässe mit rüberfahren. Und dann haben wir die Männer fürs Grobe, das sind hier Cici und ich, die sind im Prinzip die Bodyguards für die flachen Etappen oder die mittelschweren Etappen und gerade in den Sprintfinalen, dass wir da bis sicher über die 3-Kilometer-Marke rüberkommen. Jeder weiß, was er zu tun hat, jeder liefert das ab, was er kann. Erstmal versuche ich, klar, im Team mich immer gut zu integrieren, mit allen irgendwie auf netter Ebene zu kommunizieren und so, das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Ich glaube, dass der eine oder andere auch schon verstanden hat, dass man mit mir auch ein bisschen Spaß haben kann. Und am Ende fahrertypmäßig ordne ich mich quasi da ein, dass ich sage, ich bin natürlich Bergfahrer. Und bei der Vuelta versuche ich halt meine Kapitäne gerade in der letzten Woche besonders gut da zu unterstützen bei der Mission Gesamtwertung. Ich glaube, was ich mitbringe, ist natürlich als sportlicher Leiter, ist die Erfahrung, als Radprofi zu sein. Und natürlich auch aus der Fahrerperspektive rausgehen und das Ganze rundherum auch zu verstehen, wie das Ganze ineinander greift. Ja, eigentlich schon hier unser Team irgendwie, ne? Das ist ja ein Slogan, der mich jetzt seit Dezember 2020 mit dem Team auch hier verbindet. Und klar, das ist so das Erste, was mir dann in den Kopf kommt. Aber am Ende ist es natürlich auch ein Stück weit unsere Philosophie, dass wir quasi vielleicht auch deswegen, anders als andere Teams, eher in diesem familiären Band sozusagen sind und nicht so sehr den Konkurrenzkampf oder dieses berufliche Verhältnis haben. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Es ist ja nicht nur ein Slogan, Band of Brothers. Es funktioniert wirklich bei uns. Wir dürfen nicht vergessen, wie viele verschiedene Nationen das wir haben. Auch der Sprachgebrauch ein anderer ist. Gut Österreich, würde man sagen, da rennt der Schmäh. Und das ist wirklich so bei uns. Also es macht Spaß mit allen Jungs und das ist ein Zusammenhalt und der läuft perfekt.